Ich schließe Tagesordnungspunkt 3 und rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 9586, Neudruck. Das Thema lautet: Mehr Pflegepersonal für eine menschliche Versorgung und Patientensicherheit. Ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Düngel das Wort. Bitte, Herr Düngel. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte meinen Redebeitrag zunächst mit einem Dank beginnen. Und zwar einem herzlichen Dank an die ganzen Pflegekräfte da draußen, die tagtäglich, und ich glaube, das ist Konsens in allen Fraktionen, einen großartigen Job unter teils sehr schwierigen, teils unmenschlichen Umständen erledigen. Mein besonderer Dank gilt an der Stelle natürlich denen, die heute hier draußen bei einer Mahnwache ausgehalten haben, die fast den ganzen Tag draußen vor der Tür gestanden haben. Vertreter aller Fraktionen waren ja auch draußen vor Ort, die Ministerin war vor Ort, wir haben uns alle einen Eindruck davon verschaffen können. Leider waren nur sehr wenige Menschen draußen vor dem Landtagsgebäude. Das Thema selber hat, glaube ich, deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient als die sie heute oder dieses Thema eben heute durch die Aktion allein bekommen hat. Nichtsdestotrotz auch euch draußen nochmal einen wahnsinnigen Dank dafür, dass ihr hier ausgehalten habt. Auch wir Piraten, wir möchten an der Situation der Pflegekräfte etwas verändern. Dafür haben wir heute bzw. in den letzten Tagen einen Antrag eingereicht, den wir heute hier beraten. Das ist aber nicht das Erste, was wir getan haben. Wir haben bisher an verschiedenen Stellen hier im Landtag auf die Probleme in der Pflege hingewiesen. 2012 im November hat mein Kollege Lammler darauf hingewiesen, wie dramatisch die Situation in der Pflege ist. Februar 2013 hat er das nochmal getan, hat den eklatanten Personalmangel in der Krankenhauspflege ermahnt. Kollege Wegner hat im November 2013 auch wieder auf das Missverhältnis zwischen medizinischem und verwaltungstechnischem Personal hingewiesen. Im September 2014 hat er sich solidarisch gezeigt, eben mit der Aktion Pflege am Boden, und lag selber symbolisch mit der Pflege am Boden. Wir als Piraten haben in den letzten Tagen und Wochen eine Internetseite geschaffen unter pflege.piratenfraktion-nrw.de. Wir wollen Pflegekräften eine Stimme geben. Wir geben dort Pflegekräften die Gelegenheit, über Berichte aus ihrer täglichen Arbeit teilweise dann eben auch anonym preiszugeben, damit man sich eben auch einen Eindruck davon verschaffen kann. In diesem Kontext verstehen wir unseren vorliegenden Antrag. Wir haben natürlich die Bemühungen auf Bundesebene zur Kenntnis genommen und sind aber letzten Endes zu dem Schluss gekommen, dieses Thema Pflege, die Situation der Pflegekräfte, die braucht einfach noch wahnsinnig viel mehr Aufmerksamkeit. Wir als Landtag Nordrhein-Westfalen sollten da nicht hinten anstehen und sollten eben hier im Plenum und dann auch später in den Ausschüssen natürlich über dieses Thema weiter diskutieren. Sie werden wahrscheinlich bei den folgenden Rednerinnen und Rednern hören, dass sich ja schon wahnsinnig viel getan hat, dass es schon wahnsinnig viele Anstrengungen gegeben hat, um die Probleme zu beseitigen. Frau Steffens wird nachher von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe berichten, welche Ergebnisse dort erzielt wurden. Sie wird von einem Beschluss des Bundesrates berichten, vom Krankenhausstrukturgesetz und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wie Sie sich, Frau Ministerin Steffens, dann insgesamt in der weiteren Debatte dann auch dazu verhalten. Denn nicht alles, das wissen wir, nicht alle Forderungen, die die Grünen im Bund zum Beispiel stellen, sind ja in den Entwürfen so weder in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe noch im Bundesrat dann tatsächlich so enthalten. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Fakt ist, das Krankenhausstrukturgesetz, so wie es momentan vorliegt, entspricht eben nicht den Wünschen und Forderungen. Das sagen nicht nur wir, das sagen die Fachleute, das sagt Verdi, das sagt DBFK, andere Berufsverbände. Da sind sich alle im Großen und Ganzen einig. Kommen wir jetzt zu unseren Forderungspunkten im Antrag. Da möchte ich ganz kurz dann eben nochmal drauf eingehen. Sie haben alle den Antrag gelesen. Wichtig für uns ist, als einer der Kernpunkte, wir brauchen eine verpflichtende Personalbemessung, Landesaufgabe bzw. eine Aufgabe, die das Land erledigen kann.
Wir brauchen kurzfristig mehr Geld von Bund und Land. Wir können uns nämlich alle hinstellen und sagen, dass die Situation in der Pflege schlecht ist. Wenn wir aber der Pflege nicht mehr Geld zukommen lassen, ist das alles völlig nichtig. Es wird Geld gebraucht und jeder, der draußen auch mit den Pflegekräften gesprochen hat, der weiß das. Da sind zwei konkrete Forderungen drin und die kennen Sie, haben Sie soweit gelesen. Eine Forderung ist natürlich eine Bundesforderung, die können wir nur mit auf den Weg bringen und Anstrengungen bringen. Was die Investitionskosten angeht, so sind das Landesmittel, die zur Verfügung gestellt werden können. Und da erfordern wir letzten Endes eine Verdopplung der bisherigen Mittel. Herr Präsident, ich komme langsam zum Ende. Sie, Frau Steffens, haben dort einen großen Verantwortungsbereich bzw. einen großen Zuständigkeitsbereich, den Sie hier in der Landespolitik mit bewältigen und auf den Weg bringen können. Wir fordern Sie auf, in den Dialog zu gehen. Das machen Sie zum Teil schon, noch intensiver in den Dialog zu gehen. Ich habe draußen gehört, dass die Pflegekräfte eben nicht wissen, wie sie sich einbringen können in die politische Debatte. Herr Kollege, wir wollen das auf den Weg bringen, freuen uns auf die weitere Beratung dann auch im Ausschuss und Ihnen allen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Düngel. Für die SPD-Fraktion spricht als nächste Rednerin Frau Kollegin Lück. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Qualität der Behandlung in einem Krankenhaus hat im deutschen Gesundheitswesen einen hohen Stellenwert und daran hat die Pflege einen erheblichen Anteil. Deshalb, Herr Düngel, finde ich auch die Überschrift des vorliegenden Antrages, gelinde gesagt, provokativ. Damit unterstellen Sie pauschal, die Krankenhäuser könnten keine bedarfsgerechte Pflege und Versorgung gewährleisten. Und die Pflegenden stellen Sie unter den Generalverdacht, menschliche Versorgung und Patientensicherheit zu gefährden. Das ist ein Schlag ins Gesicht derer, die sich Tag für Tag und rund um die Uhr um ihre Patienten kümmern, auch wenn sie sich eben hier vor Ort für den Einsatz bedankt haben. Und ich kann Ihnen das aus eigener Praxis sagen, weil ich war über 30 Jahre Krankenschwester in einem Fachkrankenhaus und da hat es nämlich die Situation so gegeben, dass wir, egal mit wie viel Personal wir bestückt waren, es für die Patienten alles getan haben, was in unserer Macht war und auch vieles, auf vieles verzichtet, was Pause oder einen geregelten Arbeitstag anging. Frau Kollegin, entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber Herr Kollege Düngel verspürt schon das Interesse, Ihnen eine Zwischenfrage stellen zu wollen. Lassen Sie zu. Wenn es Ihnen klar war, interpretiere ich das so, dass Sie die zulassen. Dann bitte. Nein, klar. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich kann das natürlich so nicht im Raum stehen lassen, den Vorwurf. Würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass ich sowohl in der Rede vorhin deutlich hervorgehoben habe, dass die Pflegekräfte eben einen außerordentlich anstrengenden, unter schwierigen Bedingungen stattfindenden Job machen und dass unsere Überschrift da überhaupt gar nichts gegen sagt, ganz im Gegenteil, die Pflegekräfte nämlich genau das auch sagen, dass sie mehr finanzielle Unterstützung, mehr Personal brauchen, damit sie eben auch weiterhin, auch in Zukunft, eben die vernünftige menschliche Versorgung gewährleisten können? Herr Düngel, über den Fakt, dass wir natürlich einen Mangel haben bei den Fachkräften, beim Pflegepersonal im Gesundheitswesen, darüber besteht bei uns Konsens. Nur die Überschrift, die Sie gewählt haben, impliziert natürlich, dass jetzt eben keine menschliche Versorgung und es keine Patientensicherheit gibt. Und deshalb finde ich diese Überschrift doch wirklich sehr fragwürdig. Ich würde jetzt aber gerne weitermachen, weil ich denke, dann ergibt sich auch alles Weitere aus Ihrer Frage. Ich selber bin seit über 20 Jahren auch aktiv in der Gewerkschaftsbewegung gewesen und wir haben schon in den 1990er Jahren da auch bundesweit Aktionen gehabt, um den Pflegepersonalmangel bei uns in Deutschland zu beheben. Es hat aber auch auf der Bundesregierungsseite verschiedene Gesetze gegeben und auch Expertenkommissionen. Es hat die Pflegepersonalregelung und das Gesundheitsstrukturgesetz gegeben. Wir haben trotzdem immer noch einen großen Mangel an Pflegepersonal, aber die Situation der Pflege ist zum heutigen Zeitpunkt nicht neu. Das wollte ich einfach
noch mal deutlich machen, dass wir nicht jetzt vor dieser Situation stehen, sondern dass sie leider sich schon über lange Zeit hinzieht. Und Sie wollen mit Ihrem Antrag jetzt heute der Situation der Pflegenden begegnen und diese verbessern. Wenn man sich dann aber mit den Punkten auseinandersetzt, stellt sich die Frage, ob denn diese Maßnahmen geeignet sind, auf Landesebene den Pflegenotstand zu beseitigen. Erstens, in Ihrem Antrag, die Landesregierung soll eine Expertenkommission einsetzen, um eine bedarfsgerechte Personalbemessung zu ermitteln. Eine Expertenkommission in NRW könnte bedarfsgerechte Personalbemessung in der Pflege zwar ermitteln, aber es hätte gar keine Konsequenzen, da das natürlich bundeseinheitlich bei uns im Land geregelt werden muss. Und wie Sie sicher wissen, haben Sie auch schon erwähnt, der Gesetzentwurf zum Krankenhausgestaltungsgesetz sieht ja einen Pflegestellenförderplan vor. Zurzeit gibt es noch unterschiedliche Einschätzungen über die Höhe des Förderprogramms. So hat, wie Sie schon erwähnt haben, natürlich der Bundesrat erstmal eine Verdopplung der Fördersumme gefordert. Aber im Zuge dieses Gesetzes brauchen wir auch eine bundeseinheitliche Personalbemessung in der Pflege. Zweitens fordern Sie die Erhöhung der Investitionskostenförderung, um damit Personalkosten zu finanzieren. Sie wissen doch, Mittel der Investitionskostenförderung sind zweckgebunden und können nur für Investitionen und nicht für Personalkosten verwendet werden. Dass für die Krankenhäuser die Investitionsmittel nicht kostendeckend sind, ist bekannt, aber im Haushalt für 2016 wird die Summe der Investitionskosten in Nordrhein-Westfalen noch mal auf 533 Millionen Euro angesetzt. Das bedeutet eine Steigerung von 18 Millionen gegenüber 2015 und um 46 Millionen gegenüber 2014. In Nordrhein-Westfalen haben wir bereits wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Die Einführung der Umlagefinanzierung in der Krankenpflegeausbildung im Jahre 2012 ist ein großer Erfolg. Seitdem ist die Anzahl der Ausbildungsplätze in der Altenpflege um 70% gestiegen. Und in Nordrhein-Westfalen stehen ca. 17.000 Ausbildungsplätze in der Altenpflege zur Verfügung, die wir auch jährlich finanzieren. Und dann komme ich zum letzten Punkt Ihrer Forderung. Krankenhausträger und Krankenhausgesellschaft sollen Zielvereinbarungen unterschreiben und auskömmlich Personal einstellen. Selbst wenn es solche Zielvereinbarungen geben sollte, ist der Erfolg doch fraglich, da es an ausgebildetem Pflegepersonal auch fehlt. Deshalb fordern wir, und ist es auch wichtig, dass wir uns über Dinge unterhalten, wie können wir die Situation in der Pflege verbessern. Wir brauchen eine Reform der Ausbildung. Wir brauchen eine gesicherte Finanzierung der Ausbildung, gebührenfrei für die Auszubildenden. Wir brauchen Weiterbildung für Pflegefachkräfte. Wir brauchen auch eine Informations- und Imagekampagne. Und vor allen Dingen brauchen wir eine leistungsgerechtere Bezahlung und ein besseres Image der Pflege. Was wir auf Landesebene machen können, ich komme zum Ende, Herr Präsident, möchten wir gerne mit Ihnen im Ausschuss diskutieren und stimmen der Überweisung zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Lück. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Burkhardt das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Lück, wir sind gar nicht so weit auseinander, auch in meiner Rede. Ich glaube, es scheint so, dass sich die Große Koalition im Gesundheitswesen positiv auswirkt. Die behandelten Fälle für Pflegekräfte, wie Sie es ja auch erwähnt haben, haben zugenommen, aber ohne große Personalsteigerung. Die Anzahl der hochqualifizierten Ärzte dagegen sowie die neueste Medizintechnik haben ebenfalls zugenommen. Doch der wichtige Bestandteil bei der Pflege und in der Pflege ist das Pflegepersonal. Und da ist anzusetzen, ich komme gleich noch einmal darauf zurück, wie man dieses machen kann. Der von den Grünen im Antrag aufgeführte Pflegethermometer bezogen auf die Zeit 2009 bis 2012 hat lediglich
die Situation in allgemein somatischen Krankenhäusern untersucht, aber keine Verallgemeinerung auf alle Krankenhäuser. Und Sie sagen auch in Ihrem Antrag, der Landtag stellt fest, dass die Sicherheit von Patientinnen und Patienten und ihre gute Versorgung nur mit mehr Personal zu gewährleisten sind. Nein, das stellt der Landtag nicht fest. Das würde nämlich bedeuten, dass die Sicherheit heute nicht gewährleistet ist. Und diese Behauptung halte ich für nicht zutreffend und gefährlich. Sie fordern weiter, der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Expertenkommission in Nordrhein-Westfalen einzusetzen, die mit der Entwicklung einer bedarfsgerechten Personalberechnung für die Pflege beauftragt wird, um den zukünftigen finanziellen Bedarf abzubilden. Es handelt sich hier um ein bundesweites Problem, sodass eine Landesinitiative nicht zielführend ist. Der Ansatz des Deutschen Pflegerates sollte überdacht und gegebenenfalls unterstützt werden. Ich zitiere Dr. Patrick Jahn, Leiter der Fachkommission DRGs des Deutschen Pflegerates. Die Integration von Pflegebedarfsfaktoren, die in der DRG-Kalkulation, ist der richtige Ansatz, um den tatsächlichen Pflegebedarf eines Krankenhauspatienten im Entgeltsystem besser abzubilden. Das Instrument sei zudem zügig umsetzbar, da es sich um eine Weiterentwicklung innerhalb des bestehenden DRG-Systems handelt. Sie sagen weiter, der Landtag fordert die Landesregierung auf, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auf die Bundesregierung einzuwirken, dass das Pflegestellenförderprogramm zur kurzfristigen Unterstützung des Pflegepersonals von 660 Millionen Euro auf mindestens 2 Milliarden Euro angehoben wird. Es ist zunächst zu prüfen, inwieweit die bisher zur Verfügung gestellten Mittel abgerufen und verwendet worden sind. Eine pauschale Ausweitung ist mit Sicherheit nicht zielführend. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat im Dezember 2014 Eckpunkte für eine Reform vorgelegt, die nun in das Gesetz eingeflossen sind. In der Vorlage wird Qualität als zentrales Kriterium bei der Krankenhausplanung eingeführt. Auch die Krankenhausvergütung soll sich an Qualitätsaspekten orientieren. So werden Zuschläge gewährt für eine gute Qualität, Abschläge drohen hingegen bei Qualitätsmängeln. Neu aufgelegt wird ein Förderprogramm für Pflegestellen im Volumen von insgesamt 660 Millionen Euro in den Jahren 2016 bis 2018. Ab 2019 soll dauerhaft 330 Millionen Euro pro Jahr bereitstehen. Auf diese Weise sollen voraussichtlich 6.350 neue Stellen geschaffen werden. Nur für die Pflege am Bett. Um den für die Krankenhausplanung zuständigen Ländern mehr Mittel in die Hand zu geben, gespeist aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. Die Länder sollen einen Beitrag in gleicher Höhe beisteuern, sodass 1 Milliarde Euro zur Verfügung stünden, die zum Ausbau von Überkapazitäten und zur Konzentration von Versorgungsangeboten genutzt werden. Zum Schluss möchte ich noch aus einem Schreiben des Betriebsrates der Sozialholding der Stadt Mönchengladbach an Frau Ministerin Steffen zitieren. Wir wollen und können so nicht mehr arbeiten. Die Arbeit macht uns krank im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Pflegeeinrichtungen und damit auch den Pflegebedürftigen helfen. Und das bedeutet vor allem auch, dass diese Menschen personell entlastet werden. Das will der Bundesminister mit dem Krankenhausstrukturgesetz und auch mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 umsetzen. Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss. Danke schön. Vielen Dank, Herr Burkhardt. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Herrn Kollegen Ünal das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wie andere Kolleginnen und Kollegen hatte ich auch heute Gelegenheit, mit den Pflegenden vor dem Landtag über ihre Probleme zu diskutieren. Von hier aus möchte ich auch besonders im Altenpflege Familienangehörige begrüßen, die 70% der Pflegeleistungen in der Altenpflege erbringen und professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Einrichtungen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Piratenantrag tatsächlich haben Sie mit Ihrem Antrag sicher ein wichtiges Thema angesprochen. Allerdings sind die von Ihnen im Anfang in Ihrem Antrag geförderten Maßnahmen nicht geeignet, diesem Personalmangel, besonders im Krankenhausbereich, wirksam zu begegnen. Ich möchte mit zwei Beispielen verdeutlichen. Die ausreichende Ausstattung von Krankenhäusern mit Personal ist eine bundesweite Problematik, die nur bundeseinheitlich gelöst werden kann. Anhaltspunkte für diese Lösung finden wir tatsächlich im Entwurf der Krankenhausstrukturgesetz, der auf dem Ergebnis Bund-Länder-Kommission von 2014 beruht. Bereits jetzt ist vorgesehen, dass beim Bundesgesundheitsministerium eine Expertenkommission zu gründen. Das heißt, es hat keinen Sinn, auf der Landesebene eine Expertenkommission zu gründen, weil auf der Bundesebene, in der Planungsebene, diese Kommission gegründet wird. Und das berührt auch diese Kommission eigentlich. Pflegebedarf müssen Sie genau ermitteln von den demenzkranken Patientinnen und Patienten oder Umgang mit den behinderten Menschen in der DRG-System sachgerecht abgebildet werden kann. Im Moment ist es nämlich besonders Demenzpatienten, schwerbedürftige Menschen, pflegebedürftige Menschen nach der DRG-Abrechnung überhaupt nicht abgebildet. Das muss man aber ermitteln. Allerdings bleibt festzuhalten, dass auch wir das im Gesetzentwurf der Bundesregierung erhaltene Pflegestellen-Sonderprogramm, diese 660.000 Euro, alleine nicht ausreichend halten. Deswegen hat auch Bundesrat mit der Unterstützung oder mit der Initiative der NRW tatsächlich Verdoppelung dieser Stellen gefordert. Wir müssen jetzt abwarten, ob man mit diesem Sonderprogramm tatsächlich mindestens eine Notfalllösung finden kann. Deshalb auch der Bundesrat tatsächlich aktiv geworden. Wir unterstützen diese Vorgehensweise. Was Sie in Ihrem Antrag angesprochen haben, zwischen dieser Investitionskostenförderung des Landes und auch Personalkostenfinanzierung der Krankenkassen, haben eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun. Einige Kollegen haben auch, Frau Lückert auch erwähnt, die Kosten, diese Investitionskosten des Landes zweckgebunden können auch für die Personalfinanzierung nicht angewandt werden, weil die Personalfinanzierung über die DRG, über die Krankenkassen finanziert sind. So gesehen bringen sie alles durcheinander und hier wird es auch über Pflegepauschal geredet. Da muss man genau sagen, ob wir über Altenpflege reden, ob wir Pflege im Krankenhaus reden, weil das sind unterschiedliche Bereiche, die Zuständigkeiten sind anders und auch die Voraussetzungen und ich glaube Bedingungen auch ganz anders, besonders in NRW. Sie wissen auch seit 5 Jahren, besonders in der Altenpflege, was unsere Landesregierung geleistet hat. Das möchte ich nicht wiederholen, aber ich stimme natürlich die Überweisung im Fachausschuss und freue mich, dass wir in dieser Differenziertheit fachlich im Fachausschuss diskutieren und auch gute Ergebnisse, hoffe ich mindestens, erarbeiten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ünal. Bitte bleiben Sie noch einen Moment vorne, Herr Kollege Ünal, weil sich kurzfristig, aber rechtzeitig, ich vermute, Herr Kollege Düngel für die Piratenfraktion zu einer Kurzintervention gemeldet hat. Sie kennen das Verfahren. Herr Düngel hat 90 Sekunden und Sie dann 90 Sekunden zur Antwort. Herr Kollege Düngel, bitte. Ja, vielen Dank. Herr Ünal, zunächst, wir finden es natürlich gut, dass über die Bundesratsinitiative da die Mittel für das Pflegestellenförderprogramm auch noch mal angepasst wurden. Vielleicht können Sie gleich in Ihrer Erwiderung auf diese Kurzintervention aber noch mal darauf eingehen, dass selbst diese Verdoppelung letzten Endes ja, zwar gut ist, aber längst nicht ausreichend wird, um die fehlenden Stellen tatsächlich auch zu schaffen. Und zum Zweiten will ich nur darauf eingehen, also wir vermischen natürlich nicht diese unterschiedlichen Kostenpunkte. Wir wissen natürlich sehr wohl, wo die verschiedenen Töpfe hinfließen. Frau Lückert hat es ja vorhin auch schon gesagt. Fakt ist aber,
In der jetzigen Situation werden, um Investitionen tätigen zu können in den Krankenhäusern, eben aus anderen Töpfen Gelder abgezweigt, um diese Investitionen tatsächlich tätigen zu können. Und diese abgezweigten Gelder, die fehlen dann letzten Endes wieder für Personal. Und deswegen wollen wir diesen unterfinanzierten Topf des Investitionskostenzuschusses aufstocken, damit der tatsächlich auch ausreichend ist und diese Gelder nicht abgezweigt werden müssen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für Ihre Intervention. Tatsächlich, wir haben dieses Sonderprogramm nicht ausreichend gefunden und Verdoppelung, das heißt ungefähr 1,25 Millionen Euro. Sie verlangen in Ihrem Antrag 2 Millionen, können wir 3 sagen. Das ist ja willkürliche Zahlen, eigentlich darüber hier nicht diskutieren möchte. Das ist aber nur Sonderfonds. Das muss tatsächlich eine Personalbemessung festgestellt werden, wie man diese Anzahl der Fälle und Verdichtung im Krankenhaus begegnen kann. Wir haben tatsächlich seit 2004 mit der Einführung der DRG-System in Krankenhäusern erstens eine Verweildauersenkung enormer größerer Art erreicht und zweitens Fallzahlsteigerungen, dass dadurch natürlich eine große Arbeitsverdichtung stattfindet. Aber wir können hier nicht pauschal einfach behaupten, dass überhaupt keine Pflegepersonal entsprechend eingestellt sind. Und so gesehen ist in Ihrem Antrag dieser kausale Zusammenhang, dass weil die Fallzahlen gestiegen sind und nur die Qualität der Pflege mit mehr Personal zu erreichen ist, weil Sie behaupten, jetzt ist nicht genug Personal, deswegen sind die Gesundheit der Patienten gefährdet, nicht richtig. So gesehen, ich kenne die Krankenhäuser. 10 Jahre lang war ich im Aufsichtsrat der städtischen Kliniken in Köln. Ich bin im Beirat der Porzer Klinik. In diesen Kliniken haben wir auch jährlich sehr viele Pflegekräfte eingestellt, dass die Sicherheit der Patienten nie gefährdet war. Aber wir brauchen natürlich mehr Personal, dieser Arbeitsverdichtung begegnen zu können. Der andere, diese... Herr Kollege, jetzt sind die 90 Sekunden leider Entschuldigung. Vorbei. Ja, die Zeit fliegt davon. Ja, das war das erste Mal meine Intervention, deswegen habe ich die Zeit nicht aufgepasst. Es tut mir leid. Nein, ich bin mir aber sicher, dass... Aber ich glaube, wir werden im Ausschuss ausführlich wunderbar darüber diskutieren, welche Detailprobleme in diesem Zusammenhang haben. Das ist nicht so einfach, 1:1 zu übertragen. Vielen Dank. Also, vielen Dank nochmal, Herr Kollege Inhal. Soweit kurz Intervention und Entgegnung darauf. Wir machen weiter im regulären Verfahren. Das heißt, es spricht für die FDP-Fraktion Frau Kollegin Schneider. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Heute haben wir den Aktionstag Pflege am Boden draußen erlebt. Und ich denke mal, dass die Piraten deshalb diesen vorliegenden Antrag stellen. Ich bin nur gespannt, ob Sie Ihre Forderungen zum Beispiel bei den Investitionsmitteln auch mit konkreten und realistisch gegenfinanzierten Anträgen in den Haushaltsberatungen untermauern. Aber natürlich sind die Situation des Pflegepersonals und die Finanzierung unserer Krankenhäuser ernsthafte Probleme, über die es sich wirklich zu debattieren lohnt. Über 100.000 Pflegekräfte in den 364 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern leisten eine wirklich wertvolle Arbeit. Ohne Sie wäre die Versorgung der Patientinnen und Patienten nicht denkbar. Und liebe Piraten, Sie brauchen mir wirklich nichts über die Anforderungen und Arbeitsbelastungen zu erzählen, da einer meiner Berufsabschlüsse staatlich examinierte Krankenschwester lautet. Und Herr Ünal, dann kennt man die Krankenhäuser. Ich glaube nichts von Aufsichtsrattätigkeiten und Beiratssitzungen. Die Krankenhäuser kennen Sie, wenn Sie mal ein paar Jahre in der Pflege gearbeitet haben. Das möchte ich Ihnen mal mitgeben. In der Tat hat der Kostendruck durch externe Faktoren wie Tarifabschlüsse oder die Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinien bei den ärztlichen Diensten dazu geführt, dass gerade die pflegerische Versorgung von Rationalisierung betroffen ist. So können die Steigerungen der Basisfallwerte den Anstieg bei den Personalkosten nicht mehr ausgleichen. Gerade aus diesem Grund sind ja Ausgleichsfaktoren wie zum Beispiel der Versorgungszuschlag eingeführt worden, die jetzt in Frage gestellt werden. Zudem führt die unzureichende Ausstattung mit Investitionsmitteln dazu, dass die Kliniken, wir haben es gehört, zunehmend Investitionen aus den Erlösen der Krankenversorgung finanzieren und damit noch weniger Mittel für Personal zur Verfügung stehen.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass in den Krankenhäusern die Zahl der Beschäftigten in der Pflege trotz zwischenzeitiger Sonderprogramme nicht angestiegen ist. Aktuell gefährdet aber vor allem das Krankenhausstrukturgesetz der schwarz-roten Bundesregierung unsere Krankenhäuser. Wenn dieses Gesetz wie eingebracht verabschiedet wird, dann droht mittelfristig eine massive Schließungswelle bei den Kliniken in Nordrhein-Westfalen. Zwar wird vorgegeben, für mehr Qualität an Krankenhäusern zu sorgen und den Pflegekräftemangel bekämpfen zu wollen. Dabei werden aber in der Realität den Kliniken massiv Mittel weggenommen. So soll, wie bereits erwähnt, der Versorgungszuschlag gestrichen werden. Zudem gehen die Neuregelungen bei den Mengensteuerungen zulasten der Kliniken. Auch werden die Kostensteigerungen bei den Notfallambulanzen nicht berücksichtigt. Insgesamt drohen Mindereinnahmen, die die vorgesehenen zusätzlichen Mittel des Pflegestellenförderprogramms deutlich übersteigen würden. So lassen sich keine Verbesserungen beim Pflegepersonal erreichen. So wird letztlich durch den Kostendruck das Krankenhausstrukturgesetz zu einem Krankenhausschließungsgesetz. Und da reicht es nicht, wie die Piraten oder wie Professor Lauterbach, nur eine Anhebung des Pflegestellenförderprogramms zu fordern. Vielmehr ist zu verhindern, dass durch die genannten Instrumente den Kliniken soweit Mittel entzogen werden, dass die Krankenhäuser und ihre Träger komplett überfordert werden. Hier erwarte ich in den weiteren Gesetzesberatungen einen verstärkten Einsatz unserer Landesregierung und der Ministerin. Und auch in einer weiteren wichtigen Frage ist das Land gefordert. In dem System der dualen Krankenhausfinanzierung sind die Investitionsfördermittel des Landes unverzichtbar, um eine qualitativ hochwertige Versorgung aufrechtzuerhalten und weiterentwickeln zu können. Der Bedarf liegt nach Expertenmeinung, Herr Ünal, bitte noch mal zuhören, nicht bei 1,2 Millionen, sondern bei 1,2 Milliarden Euro. Aufpassen bei so drei Nullen. Tatsächlich beträgt der Haushaltsansatz aber nur rund 500 Millionen Euro. Insofern ist die Forderung einer Verdoppelung der Mittel nachvollziehbar. Angesichts der Schuldenpolitik der rot-grünen Landesregierung und der aktuellen Haushaltslage ist nur nicht absehbar, wie diese realistisch umzusetzen ist. Da würde die FDP-Fraktion schon schrittweise Erhöhungen bei der Investitionskostenförderung begrüßen. Der vorliegende Antrag greift zwar wichtige Probleme auf, aber gerade bei der Diskussion um das Krankenhausstrukturgesetz und seine Umsetzung springt er zu kurz. Wir werden auch die Landesregierung bei der Investitionsförderung und beim Strukturfonds nicht aus der Verantwortung lassen. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss und danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. Für die Landesregierung ist jetzt Frau Ministerin Steffens dran. Bitte schön, Frau Ministerin. Herr Präsident, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich finde es gut, dass wir dieses Thema mal wieder an der Stelle diskutieren. Und ich glaube, wenn wir uns die Diskussion heute draußen mit den Demonstrierenden Revue passieren lassen, dann ist uns allen klar, wie die Situation in der Pflege ist. Und ich teile auch die Analyse der Piraten in ihrem Antrag, denn die Publikationen liegen mir auch vor. Das heißt, die Situation in der Pflege ist dadurch, dass wir eine gestiegene Anforderung an die Pflegefachkräfte haben. Wir haben kürzere Verweildauern, wir haben mehr Patienten und Patientinnen, wir haben mehr multimorbide Patienten und Patientinnen und damit eine höhere Belastung und gleichzeitig maximal einen Bestand der Pflegekräfte, während wir gleichzeitig einen Anstieg des ärztlichen Personals haben. Die Pflegekräfte fühlen sich oftmals überfordert. Sie haben zu wenig Zeit, um die Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen wirklich darauf einzugehen. Und gerade wenn die Patienten alt oder behindert sind, dann reicht es vorne und hinten nicht. Im europäischen Verhältnis stehen wir mit dem Personalschlüssel im Verhältnis zu den Patienten relativ weit hinten. Wenn man sich das anschaut, dann gibt es in Deutschland eine Pflegekraft für 9,9 Patienten. In Norwegen eine auf 3,7, in den Niederlanden eine auf 4,8. Und das sagt viel aus darüber, wie viel wir eigentlich an Nachholbedarf an der Stelle hätten. Das heißt, es ist nicht gut, wir müssen etwas daran ändern. Aber die Frage ist ja, wie kann man Abhilfe schaffen und wer kann Abhilfe schaffen? Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich die Einschätzung der Piraten an der Stelle nicht mehr teile. Ich glaube, dass wir diese Entscheidungen einheitlich auf Bundesebene treffen müssen. Wir können auch als Land viele Sachen davon, die Sie gerne hätten, nicht machen. Und gerade eine Expertenkommission auf Landesebene ist eine, die keinen Einfluss hat auf das, was an Bundesebene umgesetzt wird. In der Bund-Länder-AG, über die ich ja, wie Sie eben gewünscht haben, kurz berichten soll, gab es einen Punkt an der Stelle, den ich auch entscheidend finde. Denn Sie wissen, ich habe daran teilgenommen und gerade die Situation der Pflege war für mich einer der wichtigsten Punkte in dieser Bund-Länder-AG.
Da ist beschlossen worden, dass es eine solche Expertenkommission geben soll, die die sachgerechte Abbildung der notwendigen Pflege, des notwendigen Pflegebedarfs auch wirklich versucht zu ermitteln. Und ich glaube, dass zwei Sachen dabei wichtig sind. Das eine ist, dass endlich ermittelt wird, wie viel Pflege ist eigentlich wirklich für einen durchschnittlichen Patienten entsprechend der erbrachten DRG notwendig. Und das zweite, was wichtig ist, ist, wie viel Pflege ist eigentlich notwendig für Menschen, die schon mit Vorbelastung, also mit Pflegestufe, Multimorbidität, mit Demenz ins Krankenhaus kommen, weil auch das ist in den heutigen DRGs nicht adäquat abgebildet. Also all das soll eine solche Expertenkommission auf Bundesebene machen. Und wir brauchen dieses auch bundeseinheitlich. Und es muss auch hinterher vom Bundesgesetzgeber anerkannt werden, was die Ergebnisse an der Stelle sind. Auch ein solches Hearing für Nordrhein-Westfalen alleine halte ich nicht für sinnvoll, weil wir in Nordrhein-Westfalen lieber in die Entscheidungsstrukturen und Prozesse, die wir haben, die Menschen aus der Pflege einbinden, also egal ob in die AG nach § 17 BTG oder in die anderen Strukturen, Pflege wird immer mit eingebunden. So, das Pflegestellenprogramm auf Bundesebene, ich finde, es ist ein richtiges Signal, dass der Bund sagt, ja, wir brauchen mehr Pflege, deswegen das Programm, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wenn das 1, 2, 3 Pflegefachkräfte pro Krankenhaus sind, wird das nicht die Situation der Pflegefachkräfte wirklich nachhaltig entlasten. Der Bundesrat hat beschlossen, Verdopplung dieses Programms. Auch das wird nicht reichen, aber es ist ein Signal, mehr Pflege ist notwendig und viel mehr war im Bund in dieser Bund-Länder-AG auch nicht drin. Dann sprechen Sie den Punkt an, was ist mit den Investitionsmitteln auf Landesebene. So wie wir über Jahre hinweg erzählt bekommen haben, dass im Spinat viel Eisen drin ist, wird immer wieder erzählt, dass dadurch, dass die Länder wenig investive Mittel haben, die Personalmittel, die in den DRGs vorhanden sind, in den Invest gesteckt würden. Dies ist eine Mär, es ist ein Gerücht, es ist so nicht nachzuweisen. Wir haben vor allen Dingen auch Zahlen dazu, die auf Bundesebene ermittelt worden sind, wo ganz klar ist, dass die Schätzungen der DRG-Zuweisungen im Pflegedienst 2012 bei 10,8 Milliarden lagen, also 10,8 Milliarden für die Pflege in den DRGs. Aber laut Statistischem Bundesamt lagen die Ausgaben bei 14,7 Milliarden. Das heißt, wir brauchen mehr Geld für die Pflege und es wird mehr Geld in den Krankenhäusern für die Pflege ausgegeben, als überhaupt in den DRGs abgebildet worden ist. Also kann da kein Geld mehr in den Invest gegangen sein. Nein, es ist sogar andersherum. In den DRGs ist nämlich ein Anteil auch an investiven Mitteln drin, der für die Instandhaltung der Substanz vorgesehen ist. Und diese Mittel werden über den Sachhaushalt genauso für Personal ausgegeben wie die auch im DRG vorgesehenen Personalkosten. Trotzdem stimme ich Ihnen zu, ja, wir brauchen auch mehr Mittel im investiven Bereich. Deswegen haben wir im letzten Jahr mit dem Haushalt dem Landtag vorgeschlagen, die Summe zu erhöhen. Auch in diesem Jahr haben wir mit dem 2016er Haushalt eine Erhöhung vorgeschlagen. Und wir wollen auch den Strukturfonds kofinanzieren mit Landesmitteln, damit wir hier auch strukturelle Veränderungsprozesse im Land auch in diesen investiven Bereichen mit voranbringen können. Und im Weiteren freue ich mich dann auf die Diskussion im Ausschuss, damit wir dann auch die Spinatfrage nachhaltig dauerhaft für Nordrhein-Westfalen klären können. Danke. Vielen Dank, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags, Drucksache 9586 Neudruck, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich schließe Tagesordnungspunkt 4 und rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der